Patienten mit Panikstörungen suchen zuerst die Rettungsstelle auf. Panikstörungen sind eine Sonderform der Angsterkrankungen, die sehr häufig auftreten und von den Patienten selbst zunächst nicht erkannt werden. Häufig suchen diese Patienten zunächst erstmal die Rettungsstelle auf und haben Sorgen, eine somatische Erkrankung zu haben. Das Typische an einer Panikstörung ist, dass sie aus dem Nichts heraus auftritt, mitten in der Nacht oder in Situationen, wo eigentlich der Patient in Ruhe sich befindet. Die Patienten suchen zuerst auch die Rettungsstelle auf, weil die Symptome eben sehr körperlich sind. Sie beginnen mit Herzrasen, Luftnot. Sie kommen attackenartig, wie das Wort schon sagt. Sie überfallen den Patienten aus dem Nichts. Er hat das Gefühl zu sterben. Es wird in einer Heftigkeit treten diese Attacken auf, dass der Patient wirklich Todesängste zum Teil dabei erlebt. Die Panikstörungen werden einerseits medikamentös behandelt, weil in häufigen Fällen die nicht von allein wieder weggehen, und begleitend oder manchmal auch ausschließlich auch psychotherapeutisch, mit meistens verhaltenstherapeutischen Verfahren. Was für uns erfahrungsgemäß dahinter liegt, sind häufig auch Verlusterlebnisse, erlebte Verluste oder befürchtete Verluste, die manchmal dem Menschen, dem Patienten nicht klar sind im ersten Moment. Das wird dann erst im Laufe der Therapie herausgearbeitet.